Guten Tag, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen explosiven Folge Rogue Company. Wir spielen jetzt hier Zerstörung auf Favelas und wir spielen hier den guten Dima wieder. Und das letzte Mal waren wir ja auch auf der Karte Favela, aber da hatten wir den anderen Spielmodus gespielt und jetzt spielen wir hier das allererste Mal Zerstörung drauf auf der Karte. Und ja, deswegen mal sehen, wie die Karte hier so wird. Mit diesem Modus. Ja. Letztes Mal Are hatten wir you ja auf ready to dieser Karte fight? verloren. Good. Now get out of my way. So, erstmal hier die Executioner komplett verbessern. I love these things. So. Und mit Dima dann gleich in die Action rein. Ich hier liebe ja Dima. Ja. Ich weiß, ich habe das schon oft gesagt, aber ich feiere den Dude einfach. Wenn es eine Edition gäbe, eine Collectors-Edition von dem Spiel mit dem als Figur, ich würde mir das holen. Sag ich so, wie es ist. Weil ich den einfach auch feier vom Aussehen her. Aber nun gut. Los geht's. Da hinten war der erste Feind. Wow, Hilfe. Ich hab eine Brandgranate hier geschmissen. Ja, das war gerade ganz schön gefährlich. Komm. Jawohl, gut. Den hier rette ich jetzt erstmal. Komm. Schnell. Krabbelt doch nicht so hin und her, wie eine Raupe. Jawohl. Schnell nach hinten. Schnell, 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 schnell. Oh nein, da ist noch ein Dima. Oh, Hilfe. Was war das denn All jetzt hier? enemies have been eliminated. War eine geile erste Runde hier in dem Match. 1-0 steht jetzt. Move here. Gut, ich spiele die Mamba. I love these things. Ich spiele jetzt hier die Mamba. So. Ja, das war jetzt auf Move jeden here. Fall eben schon sehr geil. Ach, Dima, ich liebe dich. Weißt du das? Ab geht's in die Action. Kann gar nicht so weitergehen. Kann gerne so weitergehen. Da hinten. Wir warten kurz hier. Na, komm. Okay, ich renne hier hinten schnell lang. Okay, gut. Schön. Oh, 2 gegen 3. Aber ich bleib lieber mit dem hier so ein bisschen zusammen. Kann nicht schaden. Oh, da hinten. Oh, bitte nicht draufgehen. Oh. Nein, ah, ich musste jetzt auf den einen Feind draufgehen. Ich hätte jetzt schlecht noch hinter meiner Deckung bleiben können. Hätte ich da gewartet, ja, wäre der wiederbelebt worden. Mist. Ah, war aber trotzdem schön. Trotzdem schön. Hat Laune gemacht, gerade so zu kämpfen. Hat trotzdem Laune gemacht. Und ich bin gerade sogar der Beste hier. So, ab nach unten. Ich glaube, diesmal machen wir bei B vielleicht lang, oder? Ja, ich würde noch mal A probieren. Ich und die Ronin hier haben nämlich gerade eigentlich ganz gut so als Team zusammengearbeitet. Oh. Oh. Okay, hier ist auf jeden Fall der andere Beamer. Ja, und hier hinten rechts ist auch noch irgendwo einer. Oh. Oh, schnell, 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 schnell. Jawohl! Sehr gut. Das haben wir gut gemacht. Jetzt nur noch der andere. Er ist hier hinten. Renn hier herum. Oh, nein. Finish hier nicht die Ronin. Komm her. Jawohl, also ich und die Ronin sind gerade wirklich ein gutes Team. Muss man ja wirklich so sagen. Muss man wirklich so sagen.
So. Einmal scharf machen hier die Bombe. Hilfe. Ja. Ah, da hat er mich. Jawohl. Er liegt aber auch jetzt. Schnell, belebt mich wieder. Ich rede dann. Nein. Mist, ich würde gerade sagen, ich rede dann den anderen. Komm, weg mit der. What? Was war das denn? das war jetzt nicht gut von dem Envy hier. Das war wirklich nicht gut. Ich weiß nicht genau, was er da gemacht hat. Wollte er die umarmen? Ich glaube ja. Das sah gerade ganz merkwürdig aus. So, als ob er hier in der Hocke so die umarmen will. Na, jetzt sieht es auf jeden Fall für uns gerade nicht mehr so gut aus. Andererseits muss man ganz klar sagen, ja, das war sehr knapp gerade. Das war wirklich sehr knapp, ja. Ich hätte bloß vielleicht ein bisschen besser treffen müssen. Ja. Jawohl. Sehr gut. Okay, jetzt hier zur A. Oh, Hilfe. Jawohl. Sehr schön. Jetzt ist wieder Gleichstand angesagt. Ja, das wird wirklich sehr spannend jetzt hier. So, Granate einmal verbessern hier. Und das noch nehmen. So, gut. 2-2. Schöne, spannende Runde bis jetzt. Wirklich schöne, spannende Runde bis jetzt. Ich werde wieder unterwegs sein mit der Ronin. Ich weiß nicht. Bleibt dabei, ich und wir sind gut als Team gerade. Wo? Oh. Was zeigt dich? Ah, da will ich ihn nochmal zeigen. So, ich renne hier lang. Wo? Oh. Schnell. Nein! Ah, da bin ich ein bisschen zu zeitig hochgegangen. Ich bin mitten ins Feuer rein mit meinem Kopf. Ja, habe ich verdient. Das war dumm. Okay, sehr gut. Unsere Leute schaffen es auch trotzdem. Schön, schön. Jo, was nehmen wir denn mal als Upgrade? Wir nehmen einfach mal das. So. 3-2. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass gleich wieder Gleichstand steht. Ich könnte mir echt gut vorstellen, gleich heißt 3 gegen 3 oder so. Diesmal nehmen wir eine andere Route. Oh, dort hinten. Dort haben unsere Leute Probleme! Nein! Ah, eine Mine. Zu spät. Genau in der gleichen Sekunde, wo ich hochgegangen bin, habe ich sie gesehen. Kollege, hallo. Bitte hilf mir. Ja, ein bisschen zu spät. Es war wirklich ein bisschen zu spät. Links. Ah, Mist. Wow. Ich habe sogar noch wahrscheinlich jetzt noch recht, was ich eben gesagt habe. 3 gegen 3. Also 3-3 wird es da stehen. Ja. Von Punkten her gesehen. We've been wiped out. Ah! Halfway through.
Ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt. We're on the defense now. Okay. Dima, wir müssen das schaffen. Obwohl, ja. Selbst wenn wir verlieren würden, ja. Bis jetzt ist es eine sehr gute Runde. Aber nun gut. Schöner wäre es natürlich trotzdem zu gewinnen. Mal sehen. Wird auf jeden Fall alles sehr spannend. Vor allem weil halt jetzt wieder Gleichstand ist. Are you ready to fight? Good. Now get out of my way. Okay. So. Jeder hat erstmal nur seine Sekundärwaffe. Gut, ich mache A lang. Ich mache hier auf jeden Fall lang. Jawohl, wir sind hier fast hinten bei denen am Spawn. Wir können ja eventuell gut von hinten angreifen. Oh, die sind ja nur noch zu zweit. What? Wo sind die anderen hin? Okay, da bin ich auch direkt drauf gegangen. Aber es ist nur noch einer. Also rausgegangen sind die bestimmt nicht. Weil ich meine, es war jetzt sogar Gleichstand, ja. Also es sah ja sogar gut für die sowohl als auch für uns aus, ja. Also. Also es war ja wirklich noch nichts entschieden. Ich könnte mir halt nur vorstellen, dass sie rausgegangen sind, weil sie vielleicht dachten, ja, sie verlieren, aber war ja Gleichstand. Deswegen. Ja, deswegen, ich denke mal, die sind vielleicht rausgeflogen. Vielleicht hat das Spiel an manchen Stellen noch Verbindungsprobleme. Andererseits muss ich dazu sagen, falls ich ein Problem habe, ändere ich noch nie was hier mitbekommen bei dem Spiel. Na gut, dann wollen wir mal alles jetzt noch hier geben. Und uns, so wie es aussieht, jetzt hier den Sieg holen. Schade. Ja, ich finde es gerade echt schade. Weil eben das Match auch so schön knapp gerade die ganze Zeit war. Mit dem 1-1, 2-2 und so weiter. Deswegen war das Match halt auch so spannend. Und es fehlt halt ein bisschen. Hep. Wir gehen diesmal einfach ab durch die Mitte. Und ich nehme mal meinen Granatwerfer. Da hinten. Ich höre ja auch noch einen. Irgendwo hier. Dort hinten. Wo wie das einfach aussieht. Wir alle jagen hier gerade, die mehr oder weniger. Und das kann man das Land beschreiben. Alle sind hier gerade auf der Jagd. Aber sie haben halt auch wirklich absolut keine Chance mehr. 2 gegen 4. Ja, wer ist denn der Stärker? Die 4 Mann. Zumal alle auf einen, auf die alle drauf rennen. Ja, also wir alle auf die drauf rennen. Na gut, dann machen wir jetzt mal den Sack zu hier, würde ich sagen. Entscheidende Runde, wenn wir jetzt hier gewinnen. Haben wir das ganze Match gewonnen. Dort hinten. So, einer weg.
andere ist hier oben. Okay, sehr gut. Gewonnen. Hui! I love getting paid. Ja, geschafft. Dima, wir haben es geschafft. Schön. Gut, Leute. Da würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss. Ja. Und jetzt demnächst spielen wir bald mal eine Folge hier mit der Scorch. Der Klasse hier. Aber ja, das war es jetzt erstmal mit dieser Folge hier. Ich hoffe, euch hat die gefallen. Ein bisschen unterhalten. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.